Drei Männer sind heute in Darmstadt zum Teil zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie werden verantwortlich gemacht für den gewaltsamen Tod eines Mannes aus Hessen. Die drei haben ihn letztes Jahr überfallen, ausgeraubt und anschließend erdrosselt und dann Feuer gelegt. Der 16. April 2015. Nachdem die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dietzenbach gerufen wurde, macht sie in der Erdgeschosswohnung einen grausigen Fund. Der 80-jährige Bewohner, so ergeben die Ermittlungen später, wurde vor Ausbruch des Feuers Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Zeichen an dem Leichnam haben gezeigt, dass da schon über eine längere Strecke, das hat die Sachverständige auch ausgeführt, eingewirkt worden sein muss. So ein Drosselungsvorgang dauert durchaus einige Zeit, um entsprechende Zeichen, die bei der Obduktion zu finden waren, hervorzurufen. Vor dem Landgericht in Darmstadt mussten sich drei junge Afghanen deshalb wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten. Einer der Flüchtlinge war vor der Tat mehrfach bei dem Opfer, einem Landsmann, zu Gast gewesen und vermutete eine größere Summe Geldes in dessen Wohnung. Nach der Flucht aus Afghanistan hätten sie wieder zu Geld kommen wollen, gab der Mann an. Die beiden Mittäter hatte er zum gemeinsamen Überfall angestiftet. Die Beute am Ende 550 Euro und ein Handy. Mit unbewegten Mienen verfolgten die drei Angeklagten die Plädoyers, in denen vor allem der Staatsanwalt noch einmal den genauen Hergang der Tat schilderte. Die Angehörigen waren tief schockiert, vor allem über die Grausamkeit der Täter. 5 der insgesamt 10 Kinder des Opfers traten im Prozess als Nebenkläger auf. Also ich habe ehrlich gesagt Hass. Im Inneren wirklich Hass. Wie kann ein Mensch so grausam sein und sowas antun, einen alten Mann? Nach dem islamischen Recht und nach dem Landesgesetz in Afghanistan ist zum größten Teil ist die Familie, hat das zu bestimmen. Entweder verzeiht man oder einen anderen Urteil. Aber da es hier in Deutschland ist, habe ich gesagt, wir wollen gar nichts, wir wollen nur Gerechtigkeit. Das Urteil lebenslange Haft für die beiden älteren Angeklagten, 9 Jahre Jugendstrafe für den jüngsten der Täter. Ja, die Staatsanwaltschaft hat den Sachverhalt eigentlich genauso gewürdigt und gesehen in rechtlicher und in tatsächlicher Hinsicht wie das Gericht auch. Von daher ja, ist es eigentlich genau dementsprechend, was die Staatsanwaltschaft auch sieht, als erwiesen. Sie hatten in Deutschland etwas Besseres aus ihrem Leben machen wollen. Stattdessen gehen die Täter jetzt für lange Zeit ins Gefängnis.